the sun, kick off your shoes and have some fun. Sexy Spirit Lifestyle Podcast. Der Podcast für alle sexy Spirits, die ihrem eigenen Herzen folgen, ihr Leben genießen und ihren Körper wertschätzen. Ich bin Natascha Zimmermann und ich freue mich, dass du dabei bist. Oh yeah, we could fly so high, so high. You and I won't let this moment pass us by. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute geht's um das Thema Ölziehen. Und was das so alles bewirkt, und zwar nicht nur in deinem Körper, sondern auch für deine Psyche. Das erste Mal bin ich auf das Thema Ölziehen gekommen während meiner Tweener-Ausbildung. Und zwar haben wir da einen extra Kurs oder haben das in einem Kurs erwähnt und darüber gesprochen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich war ganz fasziniert, was die anderen Teilnehmer da alles über ihre Erfahrungen erzählt haben, also was sie für Erfahrungen mit dem Thema Ölziehen gemacht haben. Ich kannte das bis dahin noch gar nicht, habe das noch nie ausprobiert und habe mir eigentlich nur gedacht, oh, ist das ekelhaft. Aber gut, die anderen Kursteilnehmer jedenfalls haben ganz viele Sachen erzählt, was sich alles bei ihnen verbessert hat. Also, dass sie sich viel energiegeladener gefühlt haben, dass ihre Zähne besser geworden sind, dass Zahnfleischentzündungen zurückgegangen sind, aber auch, dass sie sich psychisch viel besser gefühlt haben und tatsächlich auch stabiler gefühlt haben, also psychisch stabiler. Und dass halt da auch so dieses ewige Grübeln nachgelassen hat. Und ja, dass das ganz, ganz dramatische Auswirkungen sogar auf ihre Psyche hatte. Und ja, ich habe das dann auch ausprobiert, weil ich das ganz interessant fand und mal selbst sehen wollte, so was tut denn das so mit mir. Und ich muss auch sagen, dass sich das echt gut angefühlt hat. Also erstens mal im Mund, weil du alleine nur durch dieses Ölziehen, ich erkläre dir später noch, wie das funktioniert, weil du alleine nur durch dieses Ölziehen schon einen ganz frischen Geschmack, kann man jetzt nicht sagen, ein frisches Gefühl im Mund hast, obwohl du dir die Zähne noch gar nicht geputzt hast, das machst du dann danach erst. Und ja, es fühlt sich einfach viel frischer an im Mund und viel sauberer noch, als es sich nur durch Zähneputzen anfühlt. Das ist mal so das Erste, was sich dadurch ändert. Und ja, wenn man das wirklich länger macht, also das war jetzt bei mir nicht nach 2-3 Mal schon so, sondern wirklich erst, als ich das länger gemacht habe, habe ich auch gemerkt, dass ich mich an sich wirklich wohler fühle und dass das anscheinend tatsächlich etwas bewirkt. Also für mich ist das dann wirklich zu meinem Morgenritual geworden, vorm Zähneputzen, gleich nach dem Aufstehen als erstes Mal Öl zu ziehen, weil sich das einfach wirklich gut angefühlt hat. Ich habe aber ein bisschen gebraucht, um das für mich richtige Öl zu finden, weil, ja, mit dem falschen Öl war es dann doch ein bisschen grauslich. Das muss ich gestehen. Aber, ja, ich komme zuerst vielleicht mal, um das Ganze ein bisschen zu ordnen und nicht so durcheinander zu reden, erzähle ich dir vielleicht als allererstes mal, was ich noch so alles durch das Ölziehen verbessern kann. Also angeblich ist es so, dass durch dieses Ölziehen, du nimmst da das Öl in den Mund und ziehst, also wirbelst, tust damit herum, gurgelst damit und schiebst das durch deine Zähne durch mit der Zunge und ja, verbreitest das einfach im Mund und führst das von einer Seite auf die andere, nach vorne, nach hinten, kannst es so richtig durch deine Zähne durchdrücken, das Öl. Du spülst einfach wirklich ganz intensiv damit und dadurch werden die Bakterien im Mund, also auf der Zunge, zwischen den Zähnen, in deinem ganzen Mundbereich, die sich über Nacht angesammelt haben, in dem Öl gebunden. Und dadurch, du darfst dieses Öl dann auf gar keinen Fall schlucken, du musst das dann ausspucken. Und durch dieses Ausspucken kommen dann auch die Bakterien aus deinem Körper raus. Also deine Zunge dient ja auch als Reflexzone für deinen ganzen Körper. Und dadurch, dass du dieses Öl ziehst und das ja über deine komplette Zunge gehen muss, ist es auch wieder logisch, dass ich da in deinem ganzen Körper etwas tun kann. Das ist zum Beispiel auch beim Zungenschaben so. Du
Das Zungenschaben ist ja auch etwas, was aus der ayurvedischen Medizin kommt, also aus dem Ayurveda. Und da gilt die Zunge ja auch als Reflexzone für den Körper. Und wenn du da diesen Belag von der Zunge runterschabst, reinigst du automatisch auch deinen ganzen Körper. Und das passiert auch beim Ölziehen. Also erstens mal steht ja auch jeder Zahn für ein Organ im Körper und für einen Körperteil. Und natürlich ist auch die Zunge Reflexzone des ganzen Körpers. Aber auch für den Mundbereich an sich tut das Ölziehen ganz viel. Also es entgiftet quasi, weil es eben diese Bakterien bindet und rausführt. Es ist gut für deinen Magen. Es soll gut gegen Sodbrennen sein. Es soll auch gut sein, wenn man Kopf zu Kopfschmerzen und Migränen neigt. Also es soll gegen ziemlich viele Beschwerden helfen, die man so haben kann. Und besonders halt natürlich dadurch, dass man das ja im Mund macht, auch für die Zähne gut sein. Es soll die Zähne stärken. Es soll Zahnausfall, Parodontose entgegenwirken, auch gegen Karies sein. Es soll die Zähne weißer machen, sie noch mehr reinigen. Und auch gegen Mundgeruch helfen. Also das sind alles so ganz tolle Sachen, für die dieses Ölziehen gut sein soll. Und ebenso, wie ich gerade vorhin erzählt habe, haben eben auch einige Teilnehmer in den Kursen, denen ich war, erzählt, dass es sich auch super auf die Psyche auswirkt und auch die Psyche stabilisieren kann. Aber ich würde dir raten, probier es einfach mal selber aus, dieses Ölziehen, und schau mal und spür in dich rein, was sich da wirklich für dich selbst ändert, ob du irgendetwas spürst, ob sich das gut anfühlt für dich oder nicht. Und wenn wir schon beim Gutfühlen sind, kommen wir gleich mal dazu, wie das Ölziehen funktioniert. Also du machst das, wie gesagt, vorm Zähneputzen, weil du ja die Bakterien, die sich in deinem Mund während der Nacht angesammelt haben, weil du da ja viel weniger schluckst, nicht trinkst und so weiter, dass du die in diesen Öl bindest. Das heißt, du nimmst jetzt so 1 bis 2 Teelöffel Öl. Nimmst das in den Mund und ziehst das dann durch deine Zähne, gurgelst damit und spülst damit. Das heißt, du machst das wirklich ganz intensiv und zwar 15 bis 20 Minuten lang machst du das. Gleich nach dem Aufstehen, bevor du noch etwas getrunken hast, weil sonst spülst du die Bakterien ja erst wieder runter und eben bevor du dir die Zähne geputzt hast. Die Zähne putzt du dir dann ganz, ganz gründlich nach dem Ölziehen, nachdem du das ganze Öl gründlich ausgespuckt hast. Das heißt, du machst das so 15 bis 20 Minuten lang, nimmst du so 1 bis 2 Teelöffel Öl in den Mund, je nachdem, was du für so lange halten kannst, weil da natürlich dann auch noch Speichel dazu kommt und das ein bisschen mehr im Mund wird. Was du halt für diese Zeit halten kannst, entweder 1 oder 2 Teelöffel Öl und spülst damit und gurgelst damit und ziehst das durch deine Zähne durch und spielst dich da einfach 15 bis 20 Minuten lang und schaust, dass das wirklich in jeden Winkel deines Mundes kommt. Und danach spülst du ordentlich aus. Also du spuckst das Öl mal aus, dann spülst du mit Wasser gründlich nach, sodass wirklich alles draußen ist. Und dann putzt du dir ganz, ganz gründlich die Zähne, damit da auch wirklich alles draußen ist. Und ja, damit halt deine Zähne rein sind. So ein Nebeneffekt des Zähneputzens. Saubere Zähne. Und ja, da schaust du halt vielleicht mal, welches Öl für dich optimal ist. Das heißt, dieses Öl sollte dir auch ein bisschen unter die Nase gehen. Also nicht, dass du das jetzt in den Mund nimmst und du findest das gleich vollkommen ekelhaft. Du kannst da jedes Bioöl nehmen. Olivenöl zum Beispiel. Oder Leinenöl, Sesamöl soll auch ganz gut sein. Ich verwende am allerliebsten Kokosöl, weil das für mich einfach den besten Geschmack hat. Also Kokosöl ist etwas, mit dem schaffe ich es wirklich, ohne dass das dann ein grauslicher Geschmack im Munde ist, dass ich mit dem Öl ziehe. Wobei Leinöl echt gut sein soll, aber ach Gott, der Geschmack, ich halte das einfach nicht, ja, das ist ein bisschen eine Tortur für mich in der Früh. Also Leinöl jetzt so zu nehmen. Wobei sie auch gut ist, wenn man davon sogar einen Löffel schluckt am Tag. Aber fürs Ölziehen muss ich sagen, ist mir wirklich das Kokosöl lieber. Und wenn man davon ausgeht, also welche wahnsinnig positiven Wirkungen Kokosöl ja an sich hat, kann ich mir auch vorstellen, dass es beim Ölziehen super ist. Also dass auch da diese Wirkung von dem Kokosöl nochmal entfaltet wird. Aber da schau du mal selbst, welches Öl du da für dich am besten verwenden möchtest. Also womit du es wirklich aushältst, so lange zu spülen, damit das nicht unangenehm ist. Also für mich ist es ja so, dass ich Gerüche und Geschmäcker sehr
mit Erinnerungen verbinde, zum Beispiel. Und dadurch kann ich dann, ja, also wie soll ich sagen, ich habe halt in meiner Praxis natürlich auch die Fußmassage zum Beispiel gemacht. Also nicht natürlich auch, sondern die habe ich halt gemacht. Und da habe ich immer Olivenöl verwendet, für die Füße zu massieren, weil das Olivenöl ja auch sehr gut ist für die Gesundheit und so. Und das habe ich da immer verwendet. Und ich könnte jetzt zum Beispiel kein Olivenöl in den Mund nehmen und 20 Minuten lang damit Öl ziehen, weil ich da immer an Füße denken müsste. Das, ja, das ist halt blöd. Also ich kann Olivenöl zum Kochen verwenden, solange ich es nicht zu intensiv schmecke oder rieche, weil ich das dann gleich mit Füßen verbinde. Ja, ich hätte vielleicht irgendein anderes Öl verwenden sollen zur Fußmassage, dass mir das nicht verdirbt. Aber das ist nun mal so. Und ich denke mir, ja, Kokosöl ist für so viele Dinge gut. Also ich verwende das in so vielen Bereichen. Ich verwende das in der Kosmetik, ich verwende das zum Kochen, ich verwende das für alles Mögliche, für meine Lippen und weiß ich nicht was. Deshalb auch fürs Ölziehen, weil Kokos ist ein netter Geschmack, den man gerne im Mund haben möchte. Füße weniger. Und ja, das war heute ein bisschen ein kürzerer Tipp, weil das Ölziehen ja recht schnell erklärt ist und du die Vorteile einfach am besten selbst erleben solltest, weil ich denke mal, das wirkt sich bei jedem anders aus. Also auch die Teilnehmer damals bei meinem Kurs, was die erzählt haben, es war auch ganz unterschiedlich, aber für jeden eine sehr positive Erfahrung. Deshalb denke ich mir, probier es einfach mal selbst aus, in der Früh nach dem Aufstehen direkt, ohne dass du vorher noch getrunken hast, ohne dass du vorher Zähne geputzt hast, danach aber ganz gründlich ausspülen und Zähne putzen und dann kann dein Tag weitergehen wie immer. Ja, aber dafür halt einfach Zeit nehmen, es zahlt sich aus und ich würde mich auch freuen, wenn du das dann ausprobiert hast ein paar Mal, wenn du mir vielleicht erzählst, wie es dir gefallen hat und wenn du das Ganze noch in schriftlicher Form haben möchtest. Es befindet sich auch ein Kapitel zum Thema Ölziehen in meinem Buch Das Polul-Konzept. Wer hätte das gedacht? Ja, also wenn du noch ein bisschen mehr solche Tipps haben möchtest oder einfach weißt, was du im Alltag für dein Wohlbefinden tun kannst, kannst du dir ja auch mal mein Buch Das Polul-Konzept anschauen, das es exklusiv auf Amazon gibt. Gibt sogar auf Kindle Unlimited, falls du das hast. Da dann einfach ausborgen, durchlesen, nachmachen und wohlfühlen. Fühl dich pudelwohl. Oh yeah, we could fly so high, so high. Mehr über deinen sexy Spirit Lifestyle findest du auf meiner Webseite nataschazimmermann.com. Pass us by.